Hallo, mein Name ist Stefan Reichel. Ich bin der Direktor von The Breakers. Kriegen wir es hin, dass man sich wie zu Hause bewegen kann, ohne diese ganzen Zwänge. Das heißt also, wir haben versucht, die Öffnungszeiten wegzulassen. Und ich glaube, so haben wir den Zahn der Zeit getroffen. Das heißt, moderne Hotellerie dem modernen Zeitgeist angepasst. Kiter, Taucher, erwachsen gewordene Backpacker. Das ist so unsere große Zielgruppe. Und für die haben wir das Breakers gebaut. Und ich glaube, wir sind hier am Roten Meer mit dem Breakers wirklich super unique. Wir haben natürlich auch ein Riesenglück, dass wir hier so surrounded sind bei der Natur. Also ein absolutes Geschenk ist unser Hausriff. Das wurde auch gewotet zu den 10 schönsten Hausriffen. Und sowas vor der Haustür zu haben, ist natürlich eine Sensation. Und das ist natürlich das Schöne, dass wir uns immer versuchen, an die Natur anzulehnen. Und schöner als die Natur geht es ja nicht. Und so haben wir hier einen Steg, der ist 420 Meter lang und geht direkt an unser Hausriff und mit einer ganz tollen Unterwasserfauna und Flora, die wirklich so einmalig ist. Und das macht es auch aus. Kiter, mittlerweile kein Geheimnis mehr, unser Kitehaus. Wir haben einen eigenen, fast 2 Kilometer langen Sandstrand. Und das Schöne ist ja, auch die ganzen Pros kommen zu uns immer zum Trainieren. Das heißt also, man findet im Kitehaus sozusagen Laborbedingungen vor. Also wenn man sich vorstellt, 8 Windstärken, also sehr, sehr viel Wind und das Meer ist wie ein geschliffener Marmor. Das ist natürlich ein Traum für jeden Kiter. Wir haben eine ganz tolle Dame gefunden, die bei uns hier Yoga anbietet, eine ausgebildete Yogalehrerin. Das ist eine ganz tolle Art zu entschleunigen. Wir haben also einen absoluten Profi, der morgens und abends Yogastunden bei uns gibt, an einer der schönsten Plätze hier im Haus. Und die dritte Zielgruppe sind diese erwachsen gewordenen Backpacker, also Leisure, die gern gut essen, die Spaß haben am Essen. Das war für uns so ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wie kriegen wir das hin, dass man sich abends aufs Abendessen freut. Und das versuchen wir natürlich zu machen, dass wir abends immer irgendwo was Besonderes dem Gast bieten möchten. Wir kochen frisch vor dem Gast und das schmeckt man bei all den Dingen, wenn man frische Zutaten macht. Und letztendlich das Geheimnis des Breakers sind die Mitarbeiter, die wirklich einen sensationellen Job machen und so sind wir auch rangegangen. Das heißt also, wir haben gesagt, das Wichtigste ist, sie müssen Menschen mögen und den Rest können sie lernen. Und das spürt man, sobald man ins Breakers reinkommt, hat das Breakers so einen ganz besonderen Vibe. Und wenn man das von außen sieht, denkst du, was ist das? Und du bist drin, dann merkst du, es ist was anderes. Ein ganz wertvolles Gut sind die Gäste und wir haben über 60% der Gäste sind Wiederholer, also sogenannte Repeater. Und das ist einfach, dass sie sich zu Hause fühlen. Das heißt also, wenn Gäste zu Freunde werden, dann sagt das schon ganz, ganz viel aus. Wenn sich dann das Arbeiten nicht mehr anfühlt wie Arbeiten, sondern einfach ein großes Hobby ist, dann zeigt es das und dann merkt auch der Gast sofort, was wir hier in Breakers tun.